hier ist Ronja und heute gibt es kurz ein anderes Video. Ich bringe auch noch Subnautica, ich bin aber gerade erst aufgestanden, deswegen tut es mir sehr leid, dass das Video zu spät kommt. Ich nehme das jetzt auf, dann schneide ich das, dann lade ich das hoch, das heißt, wie auch immer spät es bei euch ist, bei mir ist es gerade 1 Uhr. Das heißt, ja, sorry. Dann wisst ihr wenigstens, wie lange ich für meinen Aufnahme-/Schneideprozess brauche, wenn es kein Gameplay ist. Bevor ich damit starte, ich möchte nur mal kurz anmerken, dass ich das Licht gefickt. Ich höre auf eure Kritik, okay? Ihr habt alle gesagt, Ronja, was zur Hölle? Das ist voll überbelichtet. Dann im nächsten Video hätte ich das Überbelichtungsproblem gefixt. Aber ich meine, jetzt ist es besser, weil ich jetzt ein ausgeglicheneres Setup habe. Und das Ringlight ist jetzt rötlich. Deswegen ist meine Haut auch, glaube ich, ein bisschen mehr rötlich als sonst und nicht mehr so weiß. Dafür wirken meine Augen aber auch rötlich. Also weiß ich noch nicht, ob ich das beibehalte. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was ihr besser fandet. Der Ton ist nun gefixt. Ich weiß, der Ton war absolut grauenhaft in Subnautica. Das tut mir unendlich leid. Ich war ein kleiner Depp, okay? Ich habe das Preamp hochgestellt an meinem Audio-Interface und habe gedacht, ah, was soll schon passieren? Machen wir das einfach. Das ist ein bisschen lauter. Ja, nee. Hat einfach nur übersteuert. Okay, wir haben ein Paket gekriegt. Das ist voll super, denn ich mag Pakete. Okay. Deswegen machen wir heute ein Special-Paket. Ich kriege meinen Merch geschickt und kann es euch zeigen. Unboxing. Fangen wir an. Ich habe alles schon aus seinen Plastikhüllen entbefreit. Wir haben diese Jacke. Will ich es sehen? Die ist schwarz. Warte, ich kann euch das Ganze vorführen. Von vorne denkt ihr euch, wow, Ronja, also was ist der Unterschied zu deiner Jacke vorher? Ja, erstmal, sie ist schwarz und passt damit deutlich besser zu meinem ich bin in grau angezogen Outfit. Zweitens, warte, könnt ihr das sehen? So, sieht man das jetzt? Ja, nein, gemischt? Yay, cool, ha? Huh? Sieht man aber nur, wenn die Kapuze nicht oben ist. Sammeln warm, deswegen machen wir die wieder auf. Wir haben eine Jacke, die ist cool. Ich mag die Jacke voll gern. Die Jacke ist actually super schick. Dann, was die meisten von euch wahrscheinlich schon gesehen haben, weil ich es auf der Tour angezogen habe, das ist auch nicht neu im Paket gewesen, das wollte ich aber nur der Vollständigkeit halber auch zeigen, ist dieses wunderhübsche Shirt. Das kommt gerade aus der Waschmaschine, deswegen riecht es gut und ist auch noch ein wenig zerknittert, aber ich wasche meine Wäsche. Proof. Ist dieses wunderhübsche blaue Shirt mit dem Aufdruck. Übrigens sieht der Aufdruck noch gut aus, der ist jetzt nicht irgendwie... Ist jetzt nicht ab, kann ich euch sagen. Hier, seht ihr? Ist noch drauf. Juhu! Ich hab's vergessen, Inside Out zu drehen. Normalerweise würdest du ja, wenn du T-Shirts mit Aufdruck wäschst, einmal quasi so machen, damit der Aufdruck innen ist und nicht gegen die Waschmaschinenwände schleudert. Habe ich vergessen. War jetzt nicht so tragisch, aber nur zur... So macht man das eigentlich. So wäscht man auch Sportklamotten und generell Sachen mit Aufdruck. Wir haben diese hübsche Tasse, die, obwohl ich das Licht gefixt habe, spiegelt wie Mist. Aber es ist halt eine Tasse, ne? Deswegen passiert das. Aber da ist quasi der Aufdruck... Man sieht Mist. So, hier ist immer der Aufdruck quer drüber gedruckt. Ich meine, was soll man groß sagen? Das ist eine Tasse, ne? Man kann daraus trinken. Das ist eher eine größere Tasse, wenn ich das mal so beurteilen kann. Das ist zum Verhältnis, das ist das Glas, aus dem ich immer trinke. Das ist ein normales IKEA-Pokalglas. Schleichwerbung. Das kostet nur 39 Cent. Ich meine, wo zur Hölle kriegst du bessere Qualität? Geht alle zu IKEA und kauft euch Pokalgläser. So, dann haben wir, wie gesagt, wir haben diese Tasse. Wir haben was richtig Cooles. Okay, Moment. Dim, 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 dim. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Tasche gesehen. Aber wir haben diese Tasche. Das ist, oh mein Gott, legit. Das ist voll fancy. Ich bin voll der große Fan. Schaut euch das mal an, okay? Erstmal, das ist richtig... Vom Aufdruck her sieht es richtig nice aus. Ihr könnt es bestimmt sehen. Es geht bis zu den Rändern hier. Das heißt, es geht sogar ein Stückchen rum, wenn ich das richtig sehe. Das ist der komplette vordere Teil hier bedruckt. Und da steht dabei, du kannst es einfach feucht abwischen, wenn es dreckig wird. Das Material sieht auch relativ robust aus. Und da passt recht viel rein. Die Taschen, die ich sonst so trage, sind alle deutlich, deutlich kleiner. Ich kriege in meine Tasche keine DIN A4 Zettel. Wir haben hier
testweise einen normalen Block rumliegen, zufälligerweise. Bam. Der würde hier locker reinpassen. Seht ihr das? Locker. Aber locker. Bei meiner Tasche muss ich immer alles in zwei falten. Das ist voll unpraktisch. Oder so rum reinstecken und dann guckt die Hälfte raus. Das ist einfach... Ja, never lucky. Sollte man keine Designer-Taschen kaufen, ne? Naja, jedenfalls, diese Tasche sieht voll cool aus. Ich bin großer Fan. Sie ist sehr bunt, okay? Persönlich muss ich sagen, ich finde es wirklich hübsch, obwohl ich kein Fan von bunt bin. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber kurze Raumführung. Mein Raum ist ausschließlich weiß, grau und nennen wir es Creme/Holzfarben. Wir haben das Holzbrett vom Bett, den Bettbezug. Oh ne, wir haben auch das Grün von der Pflanze. Aber ansonsten bin ich absolut kein Fan von Farbe. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber Farbe macht mich irgendwie... Keine Ahnung, ich mag Farbe überhaupt nicht in Wohnungen. Das macht mich voll kirre. Ich bin viel entspannter, wenn ich in einem Raum bin, der einfach weiß, schwarz, grau, braun, keine Ahnung, irgendwelche Töne sind, die einfach keine Farbe sind. Ich habe kein Problem mit Pflanzen. Pflanzen mag ich sehr gern. Das ist das Einzige, was ich haben kann, dass man immer so eine Pflanze pro Raum hat oder zwei. Und der Rest, keine Ahnung, mein Schreibtisch ist auch so. Mein Schreibtisch ist auch, ich meine, ihr seht es ja hier. Mein Drucker ist weiß-schwarz, mein Schreibtisch ist schwarz. Viele haben gefragt, Ronja, ist das dein Grafiktablett? Ja, das ist ein Grafiktablett und das ist meins. Falls es euch interessiert, kann ich auch nochmal eine Setup-Tour machen. Ich habe nämlich jetzt einen Haufen neuen Kram. Wink, wink. Genau. Nein, das ist aber... Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht oder ob das einfach nur ein Tick von mir ist. Aber ich mag Farbe einfach überhaupt nicht. Ich bin... Falls ihr die Roomtour von mir gesehen habt, das ist hier oben, da ist auch... Ich glaube, da ist es sogar noch am buntesten, wie es hier jemals in dieser Wohnung war, weil wir Deko hatten und wir halt auch ein Bäumchen hatten und sowas. Aber ich bin froh, dass mein Freund da so kooperativ war und gesagt hat, Ronja, mir ist es egal, mach du die Inneneinrichtung. Deswegen habe ich die Inneneinrichtung gemacht. Kein Fan von Farbe. Okay, um wieder übers Thema überzuleiten, wir haben nämlich auch... Was ich sagen wollte, eine Turnwolle in schwarz-weiß. Nein, nicht in schwarz-weiß, das ist dunkelblau. Das hier ist dunkelblau. Sieht man das? Ja, man sieht das. Gut. Das ist dunkelblau und auf der anderen Seite ist der Aufdruck drauf. Finde ich, sieht sehr cool aus. Finde ich, sieht sehr schick slash modern aus. Man hat so diesen einen Farbton von mit dem Cool. Das finde ich auch ganz gut. Ansonsten ist das Ganze hier sehr simpel gehalten. Sehr, sehr praktisch. Ist halt ein Turnbeutel. Ich habe tatsächlich... No joke, ich hatte keinen Turnbeutel. Ich habe immer eine andere Tasche benutzt. Oder diesen Stoff-Jute-Beutel, den wir damals von der Uni gekriegt haben. Das heißt, ich bin jetzt endlich stolze Besitzerin eines Turnbeutels. Ja! Okay. Bitte fall nicht. Meine Haarsträhne ist auch konsequent am wieder verschwinden. Dann haben wir noch zwei Sachen. Hauptsächlich zeige ich euch das übrigens, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, wie die Sachen aussehen. Falls ihr irgendwas davon kaufen wollt oder irgendwas anderes, der Link zum Shop ist logischerweise in der Beschreibung. Ich glaube, das ist ja logisch. Aber ich wollte es euch mehr oder weniger nur vorstellen. Wir haben dieses Federmäppchen, was wirklich... Ich weiß, dass ich in der Mittelstufe noch so ein Federmäppchen hatte, so ein großes. Da waren auch, genau, da waren so kleine Nopsis oben drin, wo man die Stifte reintun konnte. Ich hatte so Schönschreibfüller. Deswegen hatte ich da oben immer meine 3-4 Schönschreibfüller drin und dann war immer Platz für die restlichen Stifte. Hier ist Silizia-Gel. Do not eat. Nicht essen. Nein, aber das ist sehr cool. Da passt ein Haufen Kram rein. Ich hatte auch mal so eins. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich glaube, ich hatte eins von Jack Wolfskin. Aber nein, ich finde, das sieht sehr, sehr schnieke aus. Und falls man das sieht, der Aufdruck sieht auch sehr wertig aus, wie er da drauf gedruckt ist. Also, kann mich nicht beklagen. Dann als letztes, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, als ich den Inhalt gesehen habe, war ich so, hä, was ist denn das? Es ist eine Handytasche, okay? Das ist alles übrigens mit Klettverschluss. Ich bin großer Verfechter von Klettverschluss. Ich weiß nicht, wer sagen würde, Klettverschluss ist doof. Voll viele Leute haben mittlerweile an Taschen oder irgendwo dieses blöden Magnetknöpfe. Und es macht mich wahnsinnig, weil die dämlichen Magnetknöpfe, sorry für die Wut hier, weil diese Magnetknöpfe
immer irgendwie entweder abfallen oder nicht mehr richtig magnetisierend sind und dann ständig aufgehen und es hält einfach nicht. Klar, es sieht vielleicht schick aus, aber es hält einfach nicht. Und in Reißverschlüssen bleibt immer irgendwas stecken oder die gehen irgendwie immer kaputt. Deswegen Klett. Ich sag euch, Klett ist die Zukunft. Guck mal, wie schnell ich das jetzt zugemacht habe. Bam, zack, wieder auf. Klett. Hier kann man Handy reintun. Zum Beispiel kann ich hier mein Handy reintun. Passt das? Es passt. Wow. Und jetzt kann ich es umhängen. Oder auch nicht. Und hier hat man so einen Karabinerhaken dran und so ein Bändchen. Und man kann natürlich auch andere Sachen reintun. Hier ist auch noch ein extra Fach für sowas wie Geld oder Kreditkarten, Busfahrkarten, was hat man denn sonst noch? Personalausweis, Führerschein. Halt, wenn man nicht viel mitnehmen möchte, sondern nur ein kleines Täschchen. Falls man vielleicht irgendwo hinweggeht und dann ein Täschchen braucht, was nicht 20x20x 5000 Zentimeter groß ist. 5000, ja, das ist eine Zahl. Merkt euch 5000. Bitte in der nächsten Mathearbeit schreiben. So, ich glaube, das war's aber auch schon mit allem, was wir haben. Wie gesagt, falls euch irgendwas davon interessiert, könnt ihr gerne auf www.richtigronja.com, Link entweder hier eingeblendet oder unten in der Beschreibung. Warum haue ich mich selbst? vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis nachher, denn ich nehme jetzt noch Subnautica auf, damit ihr heute noch Gameplay habt und nicht nur Werbung. So, bis nachher.